und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht mich jetzt wieder vom Auto aus, denn ich befinde mich gerade auf dem Weg zu Freya bei diesem wunderschönen Wetter und wir machen heute mit dem Training weiter und wie ihr schon am Titel erkennen könnt, gibt es für euch diesmal ein Trainingsupdate zum letzten bzw. zu den letzten Videos vom Kurs, die ihr gesehen habt und ich werde nebenbei noch kommentieren, weil sich das manche natürlich auch gewünscht haben, an was wir gerade arbeiten und wie die Fortschritte sind und so. Und das werde ich für euch heute machen. Ich muss erstmal schauen, wie viele am Stall sind, denn direkt nebenbei filmen oder so beim Putzen und das werde ich glaube ich jetzt nicht machen, wenn viele da sind. Ansonsten kann ich es schon machen. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf den Weg und dann sehen wir uns im Stall wieder. Ich sitze jetzt mittlerweile auf der Kleinen und begebe mich jetzt auf zu unserem Trainingsplatz, wo wir an der Decke mitarbeiten. Und hier, wie es beim Tölt dann aussieht, wie weit wir sind, das werdet ihr dann sehen. Und berichten werde ich euch dann halt. Zusätzlich nehme ich dann da zu Hause noch, habe ich das per Handy aufgenommen, eine Memo und habe dazu gesprochen, weil jetzt habe ich keine Kamera dabei, beziehungsweise ich muss mir noch eine besorgen. Komm, links, links, hey, danach gehen wir ausreiten, ja, komm vorwärts, gut, super, und ja, dann würde ich jetzt sagen, ihr seht einfach zu und ich kommentiere nebenbei, an was wir arbeiten und wie es weitergeht und so weiter. Und genau, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt gut, denn ich habe jetzt noch irgendwo im Haus ein Mikrofon gefunden, so ein kleines externes Mikro und spreche jetzt eben über meine Handyaufnahme und ja, ich sage jetzt mal dazu, was mir jetzt einfällt und was ich so sehe und so. Und hier habe ich dann angefangen vom Boden aus Seitengänge zu machen und später bin ich dann reiterlich wieder umgestiegen. Also ich habe versucht bzw. geschaut, dass sie die Beine schön überkreuzt und schön untertritt und auch wenn es jetzt nicht das Beste war, wenn sie vor allem auch noch sehr kuckig ist, vor allem weil wir im Gelände waren. Aber das finde ich dann immer gut, denn es ist ja auch Abwechslung anstatt immer auf dem Reitplatz. Genau. Und hier hat sie jetzt mir den Po nicht so ganz mitgenommen. Aber gut, das nehme ich jetzt auch nicht übel, denn das war jetzt das erste Mal, dass ich das vom Boden aus im Gelände gemacht habe. Weil ich wollte die Kamera jetzt nicht, beziehungsweise ich habe die Kamera hingestellt und wollte jetzt nicht extra vom Boden nochmal aufsteigen und dann habe ich vom Boden aus Seitengänge mit ihr gemacht. Genau, und dann bin ich schon wieder aufgestiegen, nach ein paar Mal vom Boden aus. Ich habe jetzt das nicht alles mit aufgenommen und dann arbeite ich natürlich an Schenkelweichen. Genau, dann komme ich jetzt gleich wieder vorbei, ihr seht jetzt. Manchmal ist sie jetzt nicht ganz so untergetreten. Ja, das schon. Das war okay. Einmal hat sie mir dann, oder wollte sie nicht und hat irgendwie dagegen gewehrt. Genau, ich glaube, da war das jetzt. Ja, hier wollte sie nicht, genau. Aber das habe ich dann auch wieder geklärt mit ihr. Und da hat sie natürlich wieder irgendwas gesehen. Aber ist ja klar, an einem schönen Feiertag. Sonnigen Feiertag, sind natürlich auch viele spazieren gegangen. Und hier hatte sie auch wieder kurz Probleme, es zu verständigen, aber dann ging es auch wieder. Und diese Seitengänge machen wir, also wir machen das immer zur Vorübung im Gelände, bevor wir mit dem Tölt anfangen. So, dann bin ich jetzt hier übergegangen, beziehungsweise schon so weit vorgegangen bis zu unserem kleinen Berg. Hier seht ihr, geht es leicht bergab, dann geht es kurz gerade und da vorne bei den Häusern seht ihr, geht es wieder bergauf. Ich tölte immer bergab
Und dann versuche ich den Takt bei den geraden Strecken etwas beizubehalten. Dann drehe ich wieder um und galoppiere den Berg hoch. Hier sieht man es jetzt auch gut. Jetzt tölte ich wieder bergab. Und wenn sie nicht so ganz funktioniert, taktklar oder irgendwie sonst was, dann verbinde ich es wieder mit Kurzschenkelweichen im Tölt und dann verbessert sich der Takt meistens. Aber die Anfänger sind bei ihr oft nicht so gut, bis sie sich dann dran gewöhnt hat. Hier galoppiere ich dann wieder hoch. Schön ruhig, entspannt. Sonst ist sie mir immer im Galopp hochgerannt und also beziehungsweise sie wollte immer rasen und so. Aber das ist jetzt vorbei. Und jetzt sind wir in einer anderen Perspektive. Da habe ich die Kamera dann runtergestellt, dass man mehr sieht von unten. Und ich habe euch den Ton auch extra drin gelassen. Deshalb tut mir leid, dass so viel Wind zu hören ist. Aber somit hört man den Takt vom Tölt dann besser, wie er sich jetzt mittlerweile verbessert hat. Und jetzt sieht man hier auch schön, dass er taktklar ist. Kurz bergab und jetzt geht es gerade weiter. Und da habe ich versucht, den Takt beizubehalten bei ihr. Das klappte auch schon ganz gut. Und nochmal eine Szene vom Taktklaren-Tölt. Hier sah man es echt sehr gut. Und das war jetzt, hier konnte man jetzt den Takt gut hören. Und in dieser Szene sieht man auch, wie ich Schenkelweichen benutzen musste, weil sie wieder aus dem Takt kam. Hier nochmal, einmal nach links und dann einmal nach rechts. Und schon hat sie den Takt wieder gefunden. Und dann lief es auch wieder gut. Bergab und dann kurz auf gerader Strecke dachte ich, sie verliert ihn wieder, aber wir konnten es beibehalten.